Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Mittwoch, den 11.12. sind da. Wir müssen auf Abruf gewesen sein und eine Story-Mission abschließen. Distanz mit einem Zug zurücklegen und zwar mit dem Zug nur mitfahren. Heute müssen wir nicht selbst fahren. Wir müssen einen gegnerischen Nichtspielercharakter beim Reiten mit dem Lasso hinterherziehen. Wieder diese 750 Fuß. Wir müssen fünfmal Fleisch essen, kann man gut auf dem Zug machen. Kleine Tierkadaver müssen zerlegt werden, 5 Stück. Löffler müssen gehäutet werden, 2. Und verschiedene Fische müssen gefangen werden. Und für die Münzen und die Pfeilspitzen, die gefunden werden sollen, benutzt ihr doch bitte die Karte von Gene Robke. Die ist natürlich in der Videobeschreibung. Und mit dieser Karte könnt ihr viele, 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 viele Fundstücke finden. Für Story-Missionen auf Abruf geht ihr am besten bei Schnellbeitreten rein und da ganz unten steht Story-Missionen auf Abruf. Da geht ihr rein und macht das fertig. Und für den Zug, ich kann es nur immer wieder erwähnen, ich habe es jetzt hier schon zum dritten Mal drin, wer einen Zug braucht und keinen findet, zur McFarlane's Ranch. Und dort ist immer der Zug, wenn man dort ankommt. Also ich mache das jedes Mal und jedes Mal funktioniert das. Sollte ein anderer Spieler vor Ort sein, gerade bei der McFarlane's Ranch, dann könnte es Schwierigkeiten geben. Aber normal Schnellreise zur McFarlane's Ranch und da ist dann der Zug. So, und wenn es ein bisschen langweilig wird auf dem Zug, dann könnt ihr ja das Fleisch einwerfen. Dann ist das dort auch erledigt, weil die Strecke ist nämlich auch nicht so kurz. Muss man schon ein bisschen fahren. Aber ich habe es heute zweigeteilt gemacht, weil es gibt noch einen anderen Trick mit dem Zug zu fahren, weil die Straßenbahn zählt auch. Und in Saint-Denis, da kann man mit der Straßenbahn fahren und wie ihr jetzt gleich seht, das zählt dann auch genauso. Bloß, dass man mit der Straßenbahn halt ein bisschen länger unterwegs ist, weil die Straßenbahn nicht so schnell geht. Aber ich habe es ja heute zweigeteilt gemacht, um euch das nochmal zu demonstrieren. Und irgendwann ist es dann wirklich dann erledigt mit dem Zugfahren oder Straßenbahnfahren. Und wir können uns daran machen, kleine Tiere aufzusammeln und die Löffler zu suchen. Heute habe ich wieder eine Solo-Lobby gestartet, weil ich wusste schon, Löffler könnte schwierig werden. Und kleine Tierkadaver wollte ich jetzt auch nicht stundenlang rumsuchen. Fledermäuse habe ich aufgesammelt. Frösche, Ochsenfrosch, Nordkröte habe ich aufgesammelt. Und hier ist die Location, wo diese Löffler schon mal waren. Bei Blue Water Marsh waren 2 Löffler gewesen. Kein Ding. Und die waren dann auch schnell gehäutet. Und somit hatte ich das schon mal erledigt. Und ich möchte es euch wirklich raten, macht die Solo-Lobby, weil Löffler in der normalen Lobby, na, würde ich nicht empfehlen. Macht die Solo-Lobby. Das Video ist in der Playlist natürlich heute drin, die in der Videobeschreibung auch verlinkt ist. Oder ihr geht auf die Kanalseite und da findet ihr dann die Playlist und macht euch die Solo-Lobby. Es funktioniert fast immer. Aber jetzt kommen wir hier zum Zerlegen. Fledermäuse kann man zerlegen, hatte ich schon erwähnt, und Nordkröten, Ochsenfrösche kann man zerlegen. Das sind alles kleine Tierkadaver, alles was sozusagen in die Tasche passt. Und zur Demonstration habe ich natürlich jetzt hier noch einen Ochsenfrosch geschossen und den dann auch gleich zerlegt. Ihr werdet sehen, das zählt, das war jetzt die Nummer 3. Und nicht weit davon war auch noch eine Nordkröte gewesen. Die habe ich dann auch noch erlegt und zerlegt. Das war Nummer 4. Und dann dachte ich mir, probierst es doch mal aus, ob Fische gehen. Und ich sage es euch, ihr müsst euch heute sowieso 5 verschiedene Fische fangen. Dann könnt ihr die eigentlich auch gleich zerlegen. Also jetzt gehen wir mal zu den Fischen. Da unten ist ein Schwarzbarsch. Der wird jetzt zerlegt und zack, 5 sind voll. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Fledermäuse, Kröten, Fische könnt ihr zerlegen und Singvögel
Kommt am Ende nochmal, aber jetzt sind wir hier beim Löffler Paradise. Also Löfflers Paradise hier, das ist auch Blue Water Marsh, also in der Nähe von Blue Water Marsh. Und dort sind wirklich sehr viele Löffler. Es ist immer bloß ein Problem mit dem Zielen, weil das Gewehr möchte natürlich immer auf die Alligatoren anlegen und deswegen muss man sich ein bisschen Mühe geben, um die Löffler dann in der Luft zu erwischen. Aber drei Löffler hier noch erwischt und die Schildkröte, die wollte nicht tot gehen. Ist egal, aber dort waren drei Löffler gewesen und natürlich Alligatoren, die wir gestern auch suchen durften. Und wer gestern noch Krabben aufgesammelt hat und die noch nicht zerlegt hat, gehen natürlich auch heute mit den kleinen Tierkadavern zerlegen. Ist easy. Und das war jetzt die Location. Und einen gegnerischen Nichtspieler könnt ihr euch ganz einfach schaffen, indem ihr irgendjemand vom Pferd runterzieht und wartet, bis er ein roter Punkt ist. Ihr seht es jetzt noch. Sie zieht hier einen roten Punkt hinter sich her. Und das ist dann ein Gegner. Also irgendjemand vom Pferd runtergezogen, hinter euch hergezogen und jetzt mal kurz nachgeschaut. Ja, haben noch 10 Fuß gefehlt und zack, war es erledigt. Und bitte vergesst nicht, wenn er schon jemand hinterherzieht, plündert sie auch. Der Typ hier zum Beispiel, der hatte eine Platinuhr dabei und Platinuhr ist wirklich das Geilste, was man beim Plündern finden kann, außer natürlich irgendwelche Schnapsflaschen und Tarotkarten und sonst irgendwas. Aber von den Schmuckteilen ist Platin-Taschenuhr immer noch das Geilste. Und jetzt habe ich da noch so einen Singvogel beim Schlachter gefunden. Dachte ich, den zerteilst du jetzt auch mal, weil wollte ich jetzt unbedingt wissen, ob man den zerteilen kann. Und natürlich, es geht. Also Kröten, Fledermäuse, Singvögel und vor allen Dingen Fische kann man zerlegen. Ich wünsche euch viel Spaß heute und ich sage ciao.